Und damit herzlich willkommen zu Let's Play. Danke, danke Black Dragon. Herzlich willkommen zu Let's Play Frostpunk. So, halt der erträgliche Lebensbedingungen, dass wir aber noch schaffen. Vorsorge ein mit einer Unterkunft, genau. Holz haben wir ja aktuell nicht zu wenig. Wie viel Zeit habe ich denn dafür? Okay, das ist nicht viel Zeit, das heißt, ich baue die Zelte jetzt erstmal. Eins, zwei. Fünf. Ah, ich brauche ja sechs. Und sechs. Gut. Holz wird doch weniger. Aber wir brauchen trotzdem erstmal den Stahl. Es ist jetzt mitten in der Nacht, das heißt, die werden jetzt erstmal die Häuser bauen. Stahltrümmer sind schon erschöpft. So, super. Superb. Mach hier weiter. Kohle hält noch eine Weile. Essen wird noch ein bisschen reichen. Du produzierst doch fleißig, oder? Du produzierst du? Wird ein Rohnahrung? Was? Versprechen gehalten, Schutz vor Wind und Wetter. Alle fühlten sich mit dem Dach über dem Kopf erleichtert. Selbst dann, wenn es klappert. Die Hoffnung steigt. Ja, das werden wir auch noch hinkriegen. Ja, mit dem schlechten Essen kann ich erstmal nicht ändern. Wir müssen auf Suppe bleiben. Noch mehr Vandalismus. Kann ich neue Gesetze erlassen? Glaubenshüter. Bitten Proteste aufzulösen, der Fähigkeit nächtliches Prozession verringert die Unzufriedenheit. Kann ich nicht auch irgendwas machen? In der Nähe arbeiten. Schreine steigen die Effizienz in nahegelegenen Arbeitsplätzen. Machen wir lieber das. Bist aus. Geht mir langsam echt auf den Sack. Wir brauchen Glaubenshüter, um die Straße hier und das 36er Glaubenshüter einzusetzen. Die Hoffnung steigt leicht an. Die Hoffnung steigt leicht an, zu übersetzen leicht. Wir werden für ihn und seine Angreifer beten. Scheint gar kein Negativeffekt zu haben, oder? Aber wir nehmen trotzdem das. Ja, die Londoner kriegen massiv Zuwachs. Oh ja. Schreine warte ich noch. Mit Glaubenshütern warte ich auch noch ein bisschen. Jetzt will ich erstmal, dass hier weiter geforscht wird. Dass das klar geht. So, jetzt hätte ich dann die Häuser billiger.
Kann ich noch gar nicht, da brauche ich erst das hier. Den Hausentwurf will ich machen, weil dann spare ich auf Dauer sehr, sehr viel. Die sind da. Amerikaner, dann keine Stahl, nehmt die Rohstoffe, super. Was haben wir hier? Temporäre Siedlung. Anschauen. In gefrorenen Hain können sie auch nochmal. Es geht anscheinend in beide Richtungen. Brauchen irgendwas, was die Hoffnung sehr stark steigert. Einmal Versprechen gebrochen. Was habe ich gebrochen? Keine Ahnung. Was kostet denn ein Haus eigentlich? 25 Stahl. Okay. Da haben wir nochmal Kohle. Arbeiten hier genug Leute? Braucht das Stahl. Den Stahl. So, wie viel produziert jetzt das Ding? Das ist Pflegeheim, nee, wo hab ich's denn? Ach hier. 4,8 die Stunde ist gar nicht so weit. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Ach, schon wieder 4,8. Wir bleiben aber trotzdem bei der Suppe. Eine unruhige Grube, lasst ihn reden, der Geist ist heute. Rache, das kann nicht ernst sein. Dieser Mann hat nur seinen Job erledigt. Warum lasst ihr es denn zu? Also, anstatt einfach immer mehr Anhänger zu gewinnen zu lassen, solltet ihr einfach mal was dagegen tun. Yeah, Überlebender. Ihr habt zu essen und ihr habt zwar, also mehr könnt ihr jetzt gerade erstmal nicht verlangen, finde ich. Ihr könnt gleich ein bisschen Kohle sammeln. Ich muss jetzt gucken, dass ich so viel Nahrung reinkriege noch wie möglich. Bevor das nämlich nicht mehr geht. Jetzt habe ich noch 4 Dampfkerner, da könnte ich noch ein bisschen was... Ich brauche eigentlich noch so ein Teil. Schreien habe ich noch Zeit. Unterkünfte warm halten werde ich schaffen. Ich muss dann langsam mal gucken, dass ich entsprechendes Lagerhaus baue, dass ich Zusatzkohle einlagern kann. Und wir haben auch so nur noch so um die 10 Tage Zeit. Essen ist da, daran kann es jetzt echt nicht liegen. Da fällt mir ein, wir haben Essen. Macht mal bitte ein Abendgebet. Kerzen für die Sünder. Ich freue mich, das zu hören. Die Hoffnung steigt. Abendgebet. Ja, okay. Es wird eh noch ein bisschen dauern, bis ich das in den Griff gekriegt habe. Ja. Es ist zwar nicht so schlimm wie beim letzten Mal, aber trotzdem. Ein Tag, 19 Stunden. Ich brauche mehr Stahl. Kann ich da noch irgendwo jemanden reinstopfen? Ein weniger. Ein bisschen mehr Stahl, bitte. Warte mal. Ah, es hat gar... Ach, so ein Mist. Kein Wunder, dass das blöde Ding nicht funktioniert. Produzierst du wirklich Wärme? Der Meiler scheint immer zu funktionieren. Noch 20 Stunden. So, wie steht's bei euch? Erforscht mal. Denkmal des Unrechts. Im Zentrum der Siedlung steht ein aufgerichteter Felsbrocken. Jemand hat die Botschaft in seine Oberfläche gemeißelt. Möge der Allmächtige dem Genie vergeben, das menschliche Leben im Namen des Fortschritts geopfert hat. Denn wir können es nicht. Die Vertriebenen aus Tesla City. Wir werden das Denkmal nicht anfassen. Wollen aber die Hütten abbauen, um an das Holz zu kommen. Nehmt die Rohstoffe!
Und was ist noch mehr? Ummauerte Kolonie. Fischerdorf. Guckt mal. In alle Richtungen kommen. Gibt Sachen zu finden. Die Unterkünfte warm halten könnte langsam kritisch werden. Ja, wie viel Zeit habe ich denn noch mit in London und 9 Tage? Ja, ich glaube, das werde ich schon hinkriegen. Neue Forschung. Neuer Hausentwurf. 10 Brit kosten 10 Holz und 10 Stahl weniger in der Herstellung. Was ich echt sehr lohnenswert finde. So, dann bauen wir doch erstmal für den Glauben etwas. Und zwar diesen Schrein hier. Der unglaublich teuer ist, aber den brauchen wir hier. Da. An den wichtigsten Produktionsstätten sollten die Dinger stehen. Da. Und mehr haben wir jetzt erstmal nicht. Was kostet denn dieses blöde... Ach so, ich muss erstmal das Gesetz erlauben, sonst wird das gar nichts. Für die Glaubenshüter. So, Glaubenshüter. 40 Stahl, das habe ich jetzt erstmal nicht. Gut, dass ich mich da jetzt drum gekümmert habe, weil dann kann ich jetzt gucken, dass ich das langsam kriege. Jetzt haben wir hier noch einen Kohlehaufen, den kann ich zur Not dann, wenn es richtig hart wird. So, wo kann ich noch einen Schrein bauen? Was ist wichtig? Die Schreine haben wir jetzt soweit. Die Hoffnung steigt. Sehr schön. Weniger Futter für die Londoner. Brauche ich bloß noch die Glaubenshüter bauen. Die kann ich aber auch ein bisschen außerhalb bauen wieder. Und die Leute fangen an krank zu werden. Halt noch durch, Kohle! Automaton, ich brauche dich mal da drüben, ganz ehrlich. Lass das. Hier bitte. Drei Stunden muss es noch halten. Ah, die haben es kalt, okay. Fischerdorf. Eine heiße Quelle sorgt dafür, dass ein winziger Fleck des Meeres hier nicht zufriert. Die Amerikaner haben die Möglichkeit genutzt, um ein Fischerdorf zu errichten. Jetzt ist es verlassen. Dieses Fischerdorf hat Tesla City früher mit Nahrung versorgt. Als wir es durchsuchten, fanden wir einen Brief. Mike, geh nicht wieder in die Stadt. Tesla ist verrückt. Er hat alle Amputierten und alle Kranken vertrieben. Jerrys Eltern und die alte Beth sind auch darunter. Es wird Blut fließen, so viel steht fest, und zwar schon bald. Das Dorf wurde unversehrt gelassen. Wir können einen Trip zum Fischen hier schicken. Lasst das Dorf unversehrt. Und kommt zurück. Tesla City, ummauerte Kolonie. Ne, geht erstmal zurück. Ich habe nämlich keinen Bock, dass ihr drauf geht. Und dann alles weg ist. Nochmal ein Abendgebet, bitte. Oh, die Tendenz ist schon viel besser.
Versprechen gebrochen. Ah, oh, leck mich doch. Toll. Das hat er sehr gut geklappt. Okay, ich baue jetzt erstmal die Glaubenshüter. Wo war denn jetzt? Was kostet das? 150 und 100, das habe ich nicht. Ey, das ist echt beschissen. Das haben wir jetzt versaut wegen ein oder zwei Stunden. Ein Hauch von Hoffnung. Ich freue mich, das zu hören. Wie viel Zeit habe ich noch für die Londoner? 8 Tage, die werden wir schon noch runterkriegen, aber das hat mir jetzt halt echt das Genick gebrochen, so ein bisschen. Außenpostendepot bitte erforschen. Das könnte ich vielleicht noch benutzen. Oh, wir haben sehr viel Essen. Was kosten denn jetzt die Häuser? 25 und 10, okay. Fangen wir an. Fahren wir aufs erste Haus. Moment, kann ich auch so aufbessern? Nee. Also jetzt schon wieder. Erik, die Menschenmenge, lasst ihn reden, der Geist wird ja. Löst die Menge auf. Dann lass lieber die London erstmal steigen. So. Glaubenshüter. Glaubenshüter etabliert. Hoffnung steigt, Unzufriedenheit sinkt. Ja. Wir haben zwar alle nur Hütten und werden höchstwahrscheinlich bald erfrieren, aber ansonsten geht's uns ja ganz gut. Der Frühling wird bald. Ich würde mich mal interessieren, kommt der Frühling wirklich irgendwann dann? Ich meine, ich werde es. Wenn ihr diese Folge seht, habe ich es wahrscheinlich schon rausgefunden, aber interessiert mich halt einfach nur. Gesundheit lache ich erstmal nichts weiter. Ehrlich gesagt, ich würde gern jetzt das. Oh, nervt mich nicht. Der Geist, der mit Rednern in London diskutieren sollte. Er ist tot. Sie haben ihn am Generator aufgehängt und sein Lebenskörper ein Stück Papier mit der Aufschrift Lügner befestigt. Okay, danke. Ist beim letzten Mal auch passiert? Oh, die Hoffnung ist jetzt ziemlich hoch. Oh, ein Kind ist gestorben. Verzweifelter Einwohner. Haltet noch ein paar Tage durch. Das kriegen wir schon hin. Und baut endlich mal dieses Haus. Ein Abendgebet könnte ich dann machen. Ich überlege gerade, was besser ist. Häuser bauen oder das Rohstofflager? Aber so viel Rohstoff habe ich doch eigentlich schon. Ah, das kostet 75 Stahl. Da baue ich lieber erstmal ein paar Häuser für euch. Ich finde es doof, dass das hier wirklich nichts bringt. Also, das Haus ist doch um so viel größer als diese blöden Zelte. Da passen doch viel mehr Leute rein. Wenigstens doppelt so viele. Ah, sie ist schon wieder.
fasst sie. Waren erfolgreich, sehr schön. Verprügelt sie. Wir haben uns beklaut. Okay, jetzt sind wir schon bei 106. Ach, das war... Kann ich hier nicht auch was machen? Okay. Schickt sie mal los, und zwar zur ummauerten Kolonie, bitte. Was habe ich hier hinten noch? Bloß noch diesen gefrorenen Hain. Was ist das hier? Ein paar Dutzend Bäume. Ehrlich gesagt, ich guck mal lieber, dass ich Menschen finde. Holz läuft, ja. Ach, Holz läuft deswegen, ja. Kann ich ja jetzt auch das Ding endlich bauen. Und ich muss jetzt die Häuser verbessern. Zeit habe ich noch? Tag 13 Stunden. Warum sind eigentlich mit einmal so viele Leute krank? Oh, es wird kälter. Ah, dieses dauerhafte Ding ist weg. Ich glaube, hier lagern wir dann als erstes mal Essen ein. Da brauche ich noch eins für Kohle. Oh ja, habe ich gar keinen drin. So. Essensration bitte. Hier werden wir brauchen. Oh, guck mal, hier wird es wieder kälter. Um 2 Stufen wärmer. Pech gehabt. Andere Leute musste mit einer Amputation unterziehen. Durch das Arbeiten in Eisentemperaturen waren die Frostböen so stark ausgeprägt, dass wir keine Wahl hatten. Neue Fähigkeit, verwende medizinisch eingerichtete Triage, um so oft eine Hälfte der Patienten zu heilen. Ein Viertel der Patienten sterben sofort, Hoffnung sinkt, die Unzufriedenheit steigt. Gehen wir auf Prothetik. Muss ich da was tun für? Was ist jetzt los? Macht mal das. Da haben wir es schon fast. Ah, jetzt haben wir tatsächlich Prothesen. Wie geil. Also sie haben es schon eigentlich einfallen lassen für das Spiel. Warum ist das Ding außer Betrieb? Weil es zu kalt ist. Sollte das Ding ja nicht eigentlich Wärme erzeugen? Gut, mach diesen Heizpilz hier an. Gut, das produzieren sie auch wieder, danke. ...150 und 100, das hatte ich aber nicht. Was ist jetzt los? Tod an den Straßen. Löst die Menge auf. Ich kann mich nicht drum kümmern.
Wir müssen uns halt mal entscheiden. Entweder wir werden demnächst alle verhungern. Euch ist vielleicht noch nicht aufgefallen, dass unser Essen langsam ausgeht, zum Beispiel. Das Ding ist auch schon wieder außer Betrieb. Ich brauche Heizkörper. Heizkörper. Bitte sehr. Oh, wir haben gar kein Essen mehr. Ach so, weil natürlich, das Ding funktioniert natürlich schon wieder nicht mehr. So wird das nie was. Wenn ihr mich auch noch beklaut, dann habe ich natürlich auch gar keine Chance, euch zu helfen. Das hat er gezeigt, öffentliche Bußegesetz zu unterzeichnen. Verbannt ihn. Wir haben die Hoffnung fast geschafft. Wir haben jetzt schon minus 60 Grad. Ich brauche dringend, ja, ich brauche dringend die Heizkörper. Also sobald es so richtig übel kalt wird, wird es auch sehr, sehr schwierig. Kann ich nicht noch, das Ding brauche ich doch. Baut mal die Straßen. Morgen müssen die Heizkörper erforscht werden, sonst habe ich ein echtes Problem mit Essen. Oh, warum steigt die Unzufriedenheit so stark? Schlechtes Essen, kaltes Zuhause, schlechtes Gesundheitswesen, eiskaltes Zuhause, kalter Arbeitsplatz. Ihr müsst schon entscheiden, was ihr wollt. Wie steht es jetzt eigentlich um die Häuser hier? Die haben tatsächlich eine erträgliche Temperatur. Und die hier sind bei eiskalt. Kein Wunder, dass die alle Frostbeulen kriegen. Ja, jetzt fangen an, die Einwohner zu sterben. Tja, ja. Na, was soll's. Forscht mal ein bisschen schneller. Ich muss die anmachen, sonst Problem. Heizkörper bitte anmachen. Gut, jetzt kann ja auch was gemacht werden. Solange das hier noch arbeitet, ist alles gut. Es kommt auch Essen rein, gut. Warum habe ich so viel Kranke? Wahrscheinlich wegen der Temperatur. Ah, guck mal, hier wird es dann wieder 2 Stufen wärmer. Das ist schon mal gut. Die Hoffnung ist noch recht schlecht. Hoffnung wiederhergestellt, okay. Wunderbar. Sollten trotzdem mal beten. Müssen noch 2 Tage aushalten, dann schaffen wir es. Hört auf zu sterben. Was ist hier schon wieder? Wenn Sie bitten, Tränen vergießt. Vielleicht hätte sie Ihren Mann ein ordentliches Begräbnis zugestehen sollen. Ich mach mal, die Hoffnung sinkt gleich. Damit kann ich mehr umgehen gerade. Okay, wir brauchen solche Sachen. Beziehungsweise kann ich vielleicht doch mal ein Krankenhaus bauen. Krankenhaus, Krankenhaus, war das hier? Oh, das wird noch ein bisschen dauern. Dann gehen wir auf Generatoreffizienz. Ich muss Kohle einsparen.